Herzlich willkommen zum Coast Cup 2010 vom Friesischen Brauhaus zu Jefa. Und wir werden hoffentlich einen schönen Abend hier auf dem alten Markt erleben. Das Wochenblatt TV ist wieder dabei, wie schon im letzten Jahr. Das erste Spiel beginnt. Und das ist der erste Bulli der ersten Partie. Es spielen die Greenfield Fighters gegen die Clutch Baker Beers. Das ist also die Eröffnungsbegegnung des heutigen Abends. Und schon ist das erste Tor gefallen. Das ging wahnsinnig schnell. Da ist das zweite Tor des Abends. Diesmal sind es die Greenfield Fighters, die das 1:1 markiert haben. Der verdiente Ausgleich. Sie haben sich Mühe gegeben. Jetzt nimmt das Spiel langsam an Fahrt auf zwischen den Greenfield Fighters und den Baker Beers von Klatt. Mittlerweile steht es 3:1 für die Greenfield Fighters. Das hätte vielleicht am Anfang keiner erwartet. Das war sie, die erste Partie des Coast Cups hier. 8 Tore haben wir gesehen, 5:3 heißt es am Ende für die Greenfield Fighters. Das haben sie toll gemacht gegen den Titelverteidiger. Das war ein faires Spiel. Diese Partie heißt Groden Magics gegen Greenfield Fighters. Die Greenfield Fighters sind also schon in ihrer zweiten Partie des Abends. Nachdem sie das erste Spiel 5:3 gewonnen haben, sind wir gespannt, ob sie sich gegen die Groden Magics auch behaupten können. Ich möchte an dieser Stelle kurz die Trikotwahl der Groden Magics loben, die in wunderschönen orangefarbenen Warnwesten hier antreten. Das ist eine sehr kreative Idee, wie ich finde. Und da fällt also das erste Tor dieser dritten Partie. Das 1:3 ist gefallen. Die Groden Magics haben das erste Tor des Abends erzielt. Mit 2 Toren liegen sie jetzt nach hinten. Die Greenfield Fighters führen 3:1, aber ein bisschen Zeit ist noch. Schade. Als Erkennungsmerkmal für Spieler und für Zuschauer läuft während der letzten Minute jedes Spiels hier immer die Musik runter. So wissen alle Bescheid, wenn die Musik zu Ende ist, ist auch das Spiel zu Ende. Im Moment steht es immer noch 3:1 für die Greenfield Fighters gegen die Groden Magics. Und das war das 4:1. 4:1 ist also das Endergebnis zwischen den Greenfield Fighters und den Groden Huskies. Das Finale hat begonnen zwischen den Woodpeckers und den Greenfield Fighters. Jetzt geht es um die Wurst, jetzt geht es um den Sieg beim diesjährigen Coast Cup 2010. Die Mannschaften stehen sich ebenbürtig gegenüber. Es verspricht eine ganz spannende Partie zu werden und lassen uns überraschen. Alle warten ganz, ganz gespannt auf das erste Tor und hoffen, für ihre eigene Mannschaft jubeln zu können, wenn es soweit ist. Und da ist es gefallen, das erste Tor. Es waren die Greenfield Fighters, die das erste Tor des Finales erzielt haben. Die beiden Mannschaften hier im Finale bieten ein wahnsinnig schnelles Spiel. Wir sehen eine richtig hochkarätige Eishockeypartie. Wenn man bedenkt, dass wir hier bei einem Betriebsmannschaftsturnier sind, es sind alles Amateure, die hier auf dem Eis stehen. Und trotzdem bekommt man ein wirklich schönes Eishockey geboten. Im Moment steht es 1:0 für die Greenfield Fighters gegen die Woodpeckers. Und in diesem Moment fällt das 2:0 für die Greenfield Fighters. 2:0 der Spielstand und da fällt schon das 3:0 für die Greenfield Fighters, die von ihren Fans gefeiert werden, als wenn sie das Turnier schon gewonnen hätten. Allerdings trennen sie noch knapp 6 Minuten vom wirklichen Erfolg und ich glaube nicht, dass die Woodpeckers sich kampflos geschlagen geben. Und da ist es auch schon gefallen, der Anschlusstreffer zum 3:1 aus Sicht der Woodpeckers. Die Stimmung lässt es erahnen. Die Greenfield
Greenfield Fighters haben das nächste Tor erzielt. 4:1 steht es jetzt gegen die Woodpeckers im Finale um den Coast Cup 2010. Es geht auf jeden Fall heiß her. Beide Mannschaften kämpfen um den Sieg. Und da fällt schon das 5:1 für die Greenfield Fighters. Für die Woodpeckers wird es jetzt in diesen 2 Minuten ganz, ganz schwer, da noch was aufzuholen und die Partie noch zu gewinnen. Ich glaube kaum, dass das noch möglich ist. Die Greenfield Fighters stehen ganz kurz vorm Sieg. Das Spiel ist vorbei, das Endspiel hat ein Ende. Mit 6:3 gewinnen die Greenfield Fighters das Endspiel des Coast Cup 2010 gegen die Woodpeckers der Firma Bagen. Es war ein ganz, ganz tolles Finale. Beide Mannschaften haben gekämpft und alles gezeigt. Und das Ergebnis lautet also 6:3 für die Greenfield Fighters, die diesen Cup auch verdient gewonnen haben. Jetzt begibt sich die Siegermannschaft also auf die Ehrenrunde. Sie drehen eine Runde um den... Und jetzt kommt auch die zweite Mannschaft aufs Feld. Das sind die Woodpeckers der Firma Bagen. Sie sind Zweiter geworden. Hier also die Pokalübergabe. Wolfgang Jansen überreicht den Siegerpokal an den Mannschaftsführer der Greenfield Fighters. Die haben im Finale die Woodpeckers 6:3 geschlagen und lassen sich jetzt von ihren Fans feiern für diesen Sieg beim Coast Cup 2010 in Jever. Hier also die Ehrenrunde mit Pokal für die Greenfield Fighters, die diesen Cup gewonnen haben. Dicht gefolgt von den Woodpeckers, die haben den 2. Platz belegt und lassen sich von ihren Fans feiern. Alle sind guter Laune, das Turnier hat Spaß gemacht. Und alle können sich über einen gelungenen Eishockeyabend hier auf der Eisbahn in Jever freuen. Hat sich gelohnt. Danke. Danke. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Steht jetzt also Jörg Even von den Greenfield Fighters. Er ist im Siegerteam, hat mit 6:3 mit seiner Mannschaft zusammen die Woodpeckers geschlagen. Sind Sie zufrieden mit sich und Ihrer Mannschaft? Wenn man den ersten Platz macht, was kann man da noch besser machen? Das stimmt, da kann man nicht viel besser machen. Wir haben immer einige Szenen gehabt, wo man sagt, ja gut, das hätte nicht passieren brauchen, aber wir spielen ein Hobby, just for fun. Ne? Da ist das eben so. Ich muss insgesamt sagen, gerade das Finalspiel, das war eine richtig flotte Eishockey-Begegnung. Also da hat man wirklich Kampfgeist gesehen bei beiden Mannschaften. War das beabsichtigt oder jetzt mehr Zufall? Also ich sag mal, wenn man dann schon ins Endspiel kommt, dann will man auch gewinnen. So ist das. Und dann muss man eben alles geben. Ich sag mal so, man kann verlieren, aber da muss man zumindest alles gegeben haben. Ne? Das stimmt. Wie viel haben Sie trainiert im Vorhinein? Wir waren in dem Trainingslager, das war Sonntag von 8 bis 9:30. Gut, dafür hat es sehr gut geklappt. Ich gratuliere und wünsche dann noch viel Spaß beim Feiern. Dankeschön.